Gedoe in Duitsland om een levensgroot kunstwerk. Afgelopen nacht is op een plein in Wiesbaden, vlakbij Frankfurt, een metershoog goudkleurig beeld van de Turkse president Erdogan neergezet. Om aandacht te vragen voor de tweejaarlijkse kunstmanifestatie in de stad. Meteen barstte het debat los over de vraag of dat moet kunnen. Zelfs midden op straat. Ich komme ja aus der Türkei und das ist ja mein Präsident und deswegen finde ich das auch schön. Also den Status von meinem Präsidenten zu sehen, ist ein gutes, schönes Gefühl. Für meine Meinung ist es nicht in Ordnung. Für mich ist das keine Kunst, das ist eine Provokation. Und das spaltet nur das gute Verhältnis zwischen den Türken und den Deutschen. Mit dem Holocaust umgeht. Jeder hat seine Meinung und jeder kann seine Meinung einfach vertreten. Und ich vertrete meine Meinung. Das ist keine Meinung, das ist Provokation. Das ist der Mann, der hat wirklich hunderte von Menschen auf dem Gewissen. Ja? Und ja, man wissen Sie aber auch warum? Warum? Ja. Was warum? Ja, also warum hat der Menschen umgerissen? Weil er sich die Macht erschlichen, erkauft oder erlogen hat. Wie denn? Ist ein Diktator ist der Mann. Haben Sie Beweise? Es ist auf alle Fälle in Ordnung, Erdogan als eine kontroverse Figur zu begreifen und über die man hier in diesem freien Land sehr wohl diskutieren darf. Dass man das in anderen Ländern nicht darf, ist sehr bedauernswürdig. Hier in diesem Land kann man über diese Statue und auch über diesen Mann diskutieren. Hier en daar zit inmiddels wel wat groene verf op de gouden Erdogan, waarschijnlijk aangebracht door haters. Maar er zijn ook een hoop fans dus die er selfies mee maken. De politie zit er hoe dan ook bovenop. Als dit beeld te veel gedoe geeft voor de openbare orde en veiligheid, dan kan het zijn dat Erdogan vroegtijdig het veld moet ruimen. Sowieso is het binnen een week weg, want de Biennale in Wiesbaden is komende zondag, 2 september, alweer afgelopen.